Hey und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Honor hat mich hier nach London eingeladen, denn sie haben hier ihr Honor 10 vorgestellt. Das habe ich jetzt auch hier und in diesem Video wollen wir uns das Ganze einfach mal etwas genauer anschauen, welche technischen Daten das Ganze so mit sich bringt und so weiter, wie so mein erstes Fazit zu dem Gerät ist. Also, los geht's! Das Honor 10 kommt mit einem Aluminiumrahmen und einer Glasrückseite. Ich habe in meinem Fall diese blaue Farbvariante, welche jetzt neu ist. Es gibt insgesamt 4 Farbvarianten. Einmal so ein grünes Finish, so ein blaues Finish, ein schwarzes und ein graues Finish. Und ich finde das Blaue halt wirklich extrem cool. Gerade wenn man so ins Licht so ein bisschen hält und so ein bisschen hin und her bewegt, sieht das wirklich sehr, sehr cool aus. Da ist ein bisschen verschiedenen Farben schimmert. Einmal ein bisschen lila und blau. Und ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Auf der Frontseite haben wir hier ein 5,84 Zoll Display. Mit einer Notch hier oben, die kann man aber auch ausblenden, beziehungsweise man kann das softwaretechnisch halt lösen, damit man halt nicht diese Notch sieht, wie man es halt am besten macht. Ich finde es aber mit der Notch eigentlich ganz gut, da sie halt auch gar nicht groß auffällt. Vom Display selbst gefallen mir auch die Farben sehr gut, sind sehr farbig gehalten, nicht zu übersättigt und so weiter. Allerdings bei starker Sonneneinstrahlung ist es doch etwas schwerer manchmal schon das Ganze zu lesen. Das könnte vielleicht noch etwas besser sein. Als Prozessor hatten wir hier den Kirin 970, ist auf jeden Fall auch sehr, sehr leistungsstark. So vom ersten Eindruck hatte ich jetzt gar keine Ruckler oder dass sich irgendwie das Ganze aufgehängt hat und so weiter. Das Gerät wird übrigens mit Android 8.1 Oreo ausgeliefert und dazu hat man halt die Oberfläche EMUI, das ist ja diese typische Honor-Oberfläche. Auf der Rückseite hat man eine Dual-Kamera, einmal mit 16 Megapixel und mit 24 Megapixel und alles im allem bekommt man hier wirklich eine sehr solide Alltagskamera. Ich blende euch hier einfach mal so ein paar Bilder ein, damit ihr euch einfach einen besseren Eindruck davon machen könnt. Ein Portrait-Modus gibt es ebenfalls, der auch wirklich richtig gut funktioniert. Man hat jetzt hier gar nicht so große Ausfransungen bei den Haaren oder so. Ich blende euch hierzu auch noch mal ein paar Bilder ein. Und alles im allem bekommt ihr hier wirklich ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket in Sachen Kamera. Auf der Frontseite hat man hier eine 24-Megapixel-Kamera. Vom meisten Eindruck her ist mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Näheres dazu gibt es natürlich im ausführlichen Fazit. Ebenfalls wichtig bei der Kamera, diese ist AI-fähig. Das heißt, es werden automatisch Objekte erkannt, wie zum Beispiel, wenn jetzt sich ein Mensch im Vordergrund befindet oder im Hintergrund Bäume sind oder der Himmel, dann wird es automatisch in verschiedene Layer unterteilt und dann noch etwas bearbeitet, damit das Endergebnis natürlich besser aussieht. Vom ersten Eindruck her machen die Bilder auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck. Näheres, wie gesagt, gibt es dann im ausführlichen Review. Entsperren kann man das Gerät zum einen über eine Gesichtserkennung, aber auch über einen Fingerprint-Sensor. Und dieser befindet sich hier unten unter dem Glas. Und angeblich soll der auch besser funktionieren, wenn jetzt der Finger nass ist im Vergleich jetzt zum iPhone. Wird sich natürlich dann im Laufe des Tests zeigen. Wie gesagt, das gibt es dann alles im ausführlichen Review. In Sachen Akku hat man hier einen 3400 mAh Akku. Reicht also auch aus, um jetzt am Alltag viel damit machen zu können. Bilder im Webstore, Twitter, was auch immer. Ja, das soll es jetzt auch erstmal gewesen sein von meinem ersten Eindruck zum Honor 10. Ich finde es auf jeden Fall sehr gelungen. Bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das so in den nächsten Tagen und Wochen schlägt. Alles in allem, vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Oder abonniert mich unten, um keine weiteren Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.